Auf geht's. Das wird jetzt wehtun, aber... Weil das ging ja nicht, ne? Mein Guter. Aua. Das macht man ja auch nicht. Das macht man ja auch nicht. Oh, wir müssen unsere Bandagen und alles waschen. Oh, ja. Hallo? Oh, ach Scheiße. Das war's schon wieder. Habe ich mir umsonst eine Wunde verpasst. Mach das mal bitte. Mach's mal weg. Ich höre schon wieder ihn. Aber wo? Ach, wir sind... Nee, wir sind doch nicht in unserer Straße. Ich sehe den nicht. Egal. Komm, wir gucken hier rein. Ey, bitte kein Hausalarm. Ich hab da so Panik. Ich hör dich hinter mir. Mein Freund. So nicht. Oh. Einfach so. Schöne Zeitlupe. Nochmal. Oh, schön. Ich kann wieder rumalbern. Ja, wenn ich mich in dem Spiel angekommen fühle, dann geht's wieder los. Dann spaßt dich hier wieder schön rum. Hallo? Was liegt denn hier? Fiktamine. So, und das sind jetzt Sachen. Oder sollen das die Vitamine sein? Wir gucken mal. Nö, da liegt doch was. Hm. Radio. Locher. Einfach nehmen und ins Gesicht. Oh. Gibt's hier Licht? Gibt es hier einen? Das ist wieder so ein Ding. Also die laufen hier rein und müssen im Dunkeln jetzt erstmal den Lichtschalter suchen. Rammeln sich überall blaue Flecke, nehmen hier jeden Pfeiler mit. Bing, bang, bong. Richtig hart. Ich mach hier auf. Ach, hier ist auf. Ich hätte gar nicht. Ach, egal. Hallo? Jetzt finden wir hier eine Kettensäge. Siehst du? Hier ist nichts. Kann man Leitern hoch? Warum nicht? Das fehlt auch noch, gell? Okay, das ist ja mal ein richtiger Einfall. Das Gebäude hätten sie sich auch sparen können. Lalala. Oh, hier, Kisten. Also, oh, das sowas gefällt mir schon wieder. Also komme ich hier nur rein, wenn ich die Kiste abbaue. Da ist er. Oh. Oh, oh, oh. Wir sollten langsam mal die Bandagen waschen. Ja, habe ich doch schon mal geguckt, ne? Jetzt geht's los.
Jetzt geht's wieder los. Hallo, mein Freund. Wir brauchen Waffen. Oh. Hä? Hier ist wieder meine geliebte Büroklammer. Beste Waffe der Welt. Bleiben Sie stehen. Einen Moment. Und jetzt werde ich Sie bieten. Einfach ins Auge. Evil Dead. Was ist denn das? Portadisk. Ein Display oder so, hä? Discman, wer kennt ihn noch? Richtig gut. Richtig gut. Oh, jetzt. Ja. Kommt nur. Katzenspielzeug, ja. Taschenlampe. Oder mein Stift. Trinken mal was. Bandagen säubern. Alles. In der Toilette. Das ist aber auch sauber dann. So, bevor wir jetzt verbluten, guck mal. Ich weiß, dass du hier unten bist. Ich hab mich nicht erschreckt. Oh ja, der Inge. Komm her. Ich bin zurück. We're back. We're back. Ich nehme ein Pflaster mit. Aha. Hab auch schon Hallos. Ach, das. Ich dachte, da steht einer. Du bist hier, ja? Wir werden euch vernichten. Gebt mir eine Waffe. Zum Beispiel so eine schöne Kettensäge. Da spielen wir Evil Dead. Hallo? Ich suche jetzt hier alles durch, wegen Medizinschränke und... Oh, fällt ja einfach die Treppe runter. Wer baut denn das auch? Hier gehört ein Geländer hin. Sehr gefährlich. Lieber Architekt. Naja. Waren die hier nicht fertig mit bauen? Oder ist das wieder ein Grafikfehler? Oder ist es vielleicht wieder was, was die Entwickler vergessen haben? Wir werden es nie erfahren.
Achso. Betablocker brauche ich nicht. Jetzt sollte unser guter OW langsam mal schlafen. So, jetzt kann ich hier unten reingucken. Dann schlafe ich hier in irgendeinem Häuschen. So, my friend. Wo war denn das? Hier unten. Ich will hier unbedingt noch reingucken. Federung fürs Fahrzeug. Okay. Ich höre doch schon wieder so einen Hans-Werner Fritz. Hallo? Nochmal. Alter. Warum? Wo kommen denn die jetzt her? Oh, hier. Der gute Willi. Mach hier mal Licht an, ist egal. So, mein Guter, du trinkst mal so eine schöne Brause. Oh, ich auch. Dann ess... Ey, das kann ich doch auch als Waffe nehmen, oder? Ja. Yeah, Baby. Okay. Kleber. Angel. Ach, man kann auch angeln. Ich nehme jetzt Waffen mit. Schachtel mit Schrauben. Alter, das ist doch... Richtig Waffen. Okay. Hier. Wir nehmen es mit. Okay. Ja, richtig gut hier. Ja, das ist einfach ein... Na, ich hab dich gesehen. Wo ist es? Hier? Jetzt haben wir's. Das scheiß Ding haben wir gebraucht. Ist das gut. Jetzt sag nicht, das ist ja alles voll. Das ist einfach, wie heißt es denn? Hier, lauter Waffen. Lauter Werkzeuge.
Ich komme jetzt nicht auf Baumarkt. Hier kann ich gleich Kisten dann mitnehmen. Und nicht wenige. Ich mache mir hier zwei Zeichen hin. Einmal hier und einmal das mir hier abbauen. Oh, Jackpot! Oh. Und da liegt ein Schlüssel. Kommt da ein Alarm, ja? Geht nicht. Das sind nicht wenige da draußen. Okay, wir müssen mal einmal auf dem Boden schlafen, das nützt nichts. Kann ich nicht. Scheiße. Eine geringe Chance, dass wir eine kriegen, aber... Nehmen unbrauchbares Holz. Nee, komm. Das lockt doch auch alle an, oder? Und Bücher ohne Ende. Tja. Das dauert. Ne, wie soll ich denn das aber ab? Ich zerlege ja die ganzen Kisten, werde ich inne kriegen. Wie bitte soll ich denn dann überhaupt eine Kiste kriegen? Da muss ich also erst 1000 Kisten abbauen, damit ich ein bisschen den Skill habe. Und dann darf ich erst eine Kiste haben. Hä? Vor allem so eine Kiste baut man nicht ab. Die nimmt man mit. Du Aladdin. Was ist denn mit dir? Gib mal die Mutti ran hier. Jetzt verarzten wir uns erst nochmal. Pflaster reicht. Komm. Wir heilen uns auch langsam wieder. Einmal probiere ich es noch. Sonst müssen wir so ein Tischlereiskill erstmal lesen. Kannst du vergessen. Wie hoch ist denn die Chance? Wahrscheinlichkeit 17. Ich probier's nochmal. Ich hätte erst reingucken sollen, ob was drin ist, ne? Ich weiß schon. Egal. Die Karte ist voller Loot für uns.
Der wird hier nie eine Kiste abbauen, nie. Tischlerei. Tischlereibuch. Band 4. Können ja gleich mal gucken. Tischlerei Band 5. Kochen. Ey, die machen mich da draußen, die nerven mich. Ich mach die jetzt weg. Die mache ich jetzt weg. Die nerven mich schon. Nee, jetzt müssen wir erstmal pennen gehen. Komm. Dann gucke ich hier rein. Ich baue die Kiste ab und guck mal. Jetzt ist hier natürlich kein einziges Bett in der Nähe. Fällt er einfach um und schläft? Wie ist denn das? Und dann ist er tot. Ah ja, das Albtraumgebäude. Du hast ja so viel zu tun, gell? Richtig gut. Oh, Würstchen am Spießen, Joghurt, Fruchtmuffin, Burrito, alles. Oh, bester Mann. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen was heben schaffen. Okay. Okay, wir haben hier auch nochmal richtig. Sehr gut. Oh, oh. Der ist immer noch müde. Ist ja nicht irgendwo mal... normales Haus, das ist alles Industriegebiet, sag ich mal. Also so eine Einkaufsstraße hier. Hm, hier unten geht's ja auch noch weiter.
Mensch, geh auf, da drin ist ein Bett. Oh, mein Guter. Kann ich schlafen? Versuche es später nochmal. Der ist müde, die Wahrnehmung schwindet. Sag mal, was erzählst denn du mir von der Welt? Danke. Penne am besten durch bis früh, aber das wird er nicht machen. Glaube ich nicht. Dann gucken wir unsere Bandagen nach. Die ja immer schmutzig sind. Immer. Okay, eins ist abgeheilt. Das ist schon mal gut. So, mein Guter. Jetzt tust du mal hier so eine schöne Mutti essen. Komm. Oh. Ich liebe dieses Spiel. Uch. What? Gips? Gips? Ich lasse das mal als untersucht. Oh Gott. Na komm, Roswitter. Lass uns tanzen, Schlampe. Eigentlich. Möchte ich die Waffe jetzt nehmen. Und nicht meine guten Werkzeuge. Evil Dead! So, Moment. Los, Obi. Du bist jetzt der Beste. Was ist denn das jetzt hier für ein Gebäude? Warte mal, ist da auch so ein Lappen? Da sind sie auch schon rausgekommen. Guck mal, hier. Kein Lichtschalter. Das könnte aber interessant sein. Oh, das ist auch groß. Oh, oh, oh. So, wo waren jetzt dieses... Irgendwo hier unten, ne? Gebäude, wo ich mal die Kiste abbauen wollte, um da reinzugucken. Also die zwei großen Gebäude machen mir auch Sorgen. Ja, das. Ich sehe ja hier alleine schon 6 Zombies. Und das hier oben. Oh Mann. So, erstmal gucken, ob es safe ist. Ja, ich will mal hier gucken. Bau die jetzt mal ab. Enthält Gegenstände. Ah.
So. Oh, das Spiel macht so Laune, das ist so geil. Walking Dead Feeling. Alleine in einer Stadt. Oh, der Arme. Nee, ich hab sie wieder nicht. Echt jetzt? Und dann ist ja gar nichts. Och Mann. Das fände ich jetzt so geil. Du brauchst erst Ausrüstung, nimmst dir die Zeit, baust das ab, entdeckst das noch, dass ja dahinter eine Tür versteckt ist und da hättest du wenigstens mal eine Chance auf geilen Loot gehabt. Na gut. Okay, wie spät ist denn das? Ich muss leider schon wieder langsam ausmachen. Aber erst wenn diese Tür aufgeht. Ach, okay. Ich muss ja den Loot eh heimschaffen. Ich laufe noch nach Hause. Und nochmal ein kleines Gemetzel und ein Tänzchen. Wer will zuerst? Der hat noch nicht. Nimm doch nicht den Hammer. Nimm doch nicht den Hammer. Nimm doch nicht den Hammer. Weil du eine viel bessere Waffe hast. Wenn ich sie gleich finde. Wenn ich sie gleich finde. Jetzt mach mal Evil Dead. Geil. Ah, die Waffe ist gut. Oh, minus 12 Grad, Junge. Übertreib mal noch. Lauf. Ey, ne, sag mal, wenn so grüne Dinger, so Läden und sowas sind. Na? Was ist denn bitte das hier? Das ist bestimmt ein Möbelhaus, guck mal. Alter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zombies. Guck dir den Lappen von Haus mal an. Da drin ist eine Scheißhorde. Ich würde es ja gerne mal testen, wie die dann alle so aus den Fenstern fallen. Aber wie lockt man die raus? Kann man irgendwie Krach machen? Richtig Krach machen? Von selber? Sind die Straßenlaternen ausgegangen, weil es hell wird? Das lese ich jetzt mal nach. Das muss ich einmal, ich muss es testen. Ich will das ja auch mal sehen. Das ist bestimmt richtig hart. Also die Horde haben wir soweit zerstört, beziehungsweise der Rest, der noch übrig ist, hat sich gut verteilt. Ich mach jetzt hier und hier definitiv so ein gefährliches Zeichen hin. Und ich lese mal nach, ob man die irgendwie von sich aus rauslocken kann. Dass man irgendwas mit irgendwas richtig Krach macht. Ich laufe jetzt noch nach Hause. Und dann... reicht das erstmal. Hier auch. Das war jetzt nichts Gutes. Ich will die aber alle mal besuchen, die Gebäude.
wieder nur Gestrüpp. Ne, da will ich nicht durch. Ja, die Laufwege ohne Autos sind halt... Theoretisch wäre es ja eh besser, wenn ich mir jetzt irgendein Auto mal klar mache. Wir hatten doch... Warte mal. Moment. Hier. Wo wir hier die Kisten versucht haben abzubauen und hier unten die Zombies bemerkt haben, durch die Tür geguckt haben, die wir nicht aufgekriegt haben, habe ich doch einen Schlüssel gesehen. Dass wir wirklich mit dem Automobil looten. Vorsichtig fahren, nicht wieder ja, das Auto gleich zerschrotten. Ja, selbst die Zombie-Apokalypse ist kein Wunschkonzert. Na, die erst recht nicht. Ich hätte gern dieses gut erhaltene Polizeiauto da oben gehabt. Sheriff. A la Rick Grimes. Aber wo ich den Schlüssel finden soll, weiß ich nicht. Ist ja ein Polizeirevier in der Nähe. Das wäre noch so logisch, dass der dann, dass jetzt sage ich mal, wenn das hier steht, hier eine Polizei ist und wenn du dort lootest, Schlüssel finden könntest. Alles nicht so einfach. Naja. Ich weiß es nicht. Also ich muss wirklich sagen, das Spiel ist geil. Hier ist doch mein Haus. Ich renne auch dran vorbei. So, Waffen. Warte mal, Schlagwaffen tue ich mal hier hin. Jetzt tu aber nicht die Säge und alles weg, mein Guter. Passen Sie auf. Die Brechstange brauchen wir nicht. Die wiegt auch viel zu viel. Die Schaufel lasse ich hier. Ich hätte viel mehr in den Rucksack tun sollen, ich Vollidiot. Das Rohr nehme ich mit. Den Hammer lasse ich mal hier. Das ist unsere letzte Notwaffe. Essen und trinken. Können wir nachher schlafen. Schmutzige Bandage, wasch mal. Hä? Hatte ich nicht zwei? Zwei von den Mistgabeln hier? Die sind nämlich richtig gut. Das brauche ich. Komm, wir waschen mal schnell die Stofffetzen. Halt. Nein. Ich gucke immer wieder in den Schrank, obwohl ich weiß, dass es ja bei... mein Gebäude ist und ich ja schon 100 Mal. Ja, alles. Okay. So, mein Guter. Oh, weißt du, was du jetzt machst? Setz dich doch auch mal hin. Der ist nur am Rumrennen, am Kämpfen. Er schläft mal ja, aber sonst ist er nur auf Achse, der Gute. Okay. Ich freue mich jedenfalls, dass ich die Horde komplett, sag ich mal, besiegt habe. Hätte ich nicht gedacht. Wie viele Zombies haben wir getötet? 213. Das will für mich was heißen, ja. Überlebt für 3 Tage. Ich hatte sonst immer einen Tag. Und dann noch mit so einer Horde angelegt. Klar waren die verteilt. Das geht's ja auch gar nicht. Mich würde trotzdem interessieren, wie ich die aus dem Gebäude triggern kann, beziehungsweise wie man Lärm selber erzeugen kann, gezielt. Weil dann könntest du erstens so eine Horde in eine Richtung lenken, richtig Walking Dead. Und andererseits, weiß ich nicht, ich
auch wenn es ein Risiko ist, ich will es mir mal angucken, wenn die dann alle aus den Fenstern über die ganzen Stockwerke da rauskommen und runterfallen und dann loswandern. Ich will mir das mal angucken. Es gibt ja keine Böller oder jetzt irgendwas oder was die hier. Ich lese mal jetzt was nach und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, der Multiplayer mit meinem guten John hier, dass das klappt, dass wir zusammen mal hier. Das wäre cool. Oh, das wäre so geil. Alles klar, reicht für heute, tschüss.